Herzlich willkommen zur nächsten Folge von EU4. Wir machen jetzt ganz gemütlich weiter. Die Jungs hier gehen jetzt einmal hier rüber. Ich leite einmal oben nach unten. Der 3-Sterne-General ist mit dabei. Jawohl. Dann könnten die 56.000 hier einmal platt gemacht werden. Und dann schauen wir, wie wir hier weiter im asiatischen Raum weiter vorangehen. Hier unten, das ist eigentlich ganz easy peasy, da schauen wir zu, hier wird erobert und dann passt das aus meiner Sicht im Großen und Ganzen. Ich weiß nicht, wo Lang Sang seine Truppen hat. Keine Ahnung, aber ich wüsste es gern. Wo sind die? Sind die in Lang Sang? Sind sie irgendwo anders? Sind sie irgendwo hier reingegangen? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, ob ich jetzt gleich weiter losrenne auf Lang Sang oder ob ich nicht einfach hier hochgehe zu den Mun Gmao-Leuten oder hier hoch zu denen oder weiß ich nicht. Aber ich tippe mal auf Lang Sang, dass wir gleich da weitermachen. Ansonsten, was geht sonst noch ab? Die Jungs hier sind fast ready. Die können sich mal dort zusammentreffen, um die 54 da platt zu machen. Eventueller 3-Sterne-Generalskandidat, sogar sehr sicherer meiner Meinung nach. Jemen hilft uns, wir haben so viele Kriege, dass wir nicht sehen, wie viele Kriege wir haben. In Alaska geht's voran, oder? Was haben wir da? 7%, okay. Ich hoffe, in Alaska geht es demnächst voran. Ich habe die Jungs alle auf Belagern gestellt, das müsste jetzt langsam klappen. Warte mal. 96. Krass. Österreichisch Mexiko ist sehr, sehr, sehr stark. Österreichisch Mexiko wird allein schon Brasilien schaffen. Von der Armee her. Aber gut, machen sie weiter. Mit Dänemark machen wir einen Frieden. Und dann alles, was sich hier natürlich anbietet, logischerweise, machen wir einmal Frieden durch und dann passt es. Also, ich würde sagen, wir lassen die Zeit locker easy weiterlaufen. Genau, kleine Unannehmlichkeit. Kriegsmüdigkeit, Alter, ich habe gerade das Let's Play gestartet und schon kriege ich ein Kriegsmüdigkeitsminus und Urbino, die uns auf den Sack gehen oder mir, aber uns, mir. Und ich weiß gar nicht, wer da dabei ist. Polen, Korsika, Venedig, Kreta. Warten wir mal, vielleicht macht ja noch jemand mit bei der Koalition, der schwerer erreichbar ist. Und dann könnten wir über Urbino einen Frieden schließen. Und natürlich eine zukünftige, nervige, anstrengende, unnötige Koalition verhindern. Okay, was haben wir hier? Mombasa. Ja. Okay. Auch okay. Yes, und die gehen da hoch. Die können sich jetzt einmal ein bisschen auffrischen und dann passt es. Wir machen knappes Minus. Kleine Unannehmlichkeit. Alter, wie viele kleine Unannehmlichkeiten wir haben. So, Drill geht nicht. Warum? Weil die noch laufen. Drillt euch mal. Drillt euch lieber, bevor ihr läuft. Wer ist da dabei? Unser Kaiser ist da und top mit dabei. Okay, die gehen hier nach vorne. Das passt. Jetzt müssen wir einfach nur einmal hier fertig machen. Da fertig machen. Hier oben gibt es schon wieder 12.000 Jungs. Aber wir machen die dann alle der Reihe nach in einem Wisch fertig. Also alle, locker easy hintereinander platt. Vielleicht schließen wir auch ein paar Frieden, so dass es nur noch 3 Kriege sind. Das wäre natürlich so mega geil. Aber ja, wir werden sehen. Sie besetzen hier immer wieder neue Provinzen. Genau, wo auch immer das ist. Ist es mir eigentlich fast schon egal, wo das ist. Hauptsache, wir besetzen auch Provinzen und es geht hier schneller voran. Das ist mir so das Wichtige. Ich werde auch sämtliche Kanonen in Lang Sang knallen lassen, damit es eben schneller vorangeht. Alaska besitzt hier ein bisschen was zurück. Ja, ist ja auch eigentlich auch ganz süß. So, das ist schon hier hinten. Ne? Ja. Das ist hier vorne. Und das ist da hinten. Gut, dann könnt ihr euch mal wieder aufmachen und euch wieder Moral holen. Haben wir 3 Sekunden gedrillt. Und schon ist der Drill auch wieder vorbei. Jo, wie sagt man, alles ist möglich. So, Urbino. Eigentlich ein guter Gegner. Also mit Polen, Korsika, Venedig und Polen, da könnten wir gut Geld rausholen. Also so viel wie eben möglich ist, klar, aber schon ein bisschen was. So, okay. 75, warte mal.
checken wir gleich mal ab. Aus, warte, Pause. So, jetzt. Ja, die kommen nicht so schnell hinterher. Können wir denen jetzt auch gleich demnächst den Gewaltmarsch geben in 2 Tagen? Dann schaue ich zuerst, was man koren kann. So, das hier, Afghanisch 74 oder das hier, Türkisch. Beides geil. Ich glaube, das Türkische... Ach komm, ich mach's teurere. Das Afghanische gut ist. Also, das Türkische ist, glaube ich, ein bisschen sicherer, aber egal. So, was ist mit euch? Boah, wie unnötig. Unnötiger geht's wirklich nicht. Okay, was ist mit euch? 2 Tage, 1, 2. Stehen bleiben, Gewaltmarsch. Hinterher, logischerweise, damit ihr mit eurem 3-Sterne-General da ein bisschen was reißt. Der 3-Sterne-General kommt dann sowieso hier runter noch. Aber jetzt können wir den noch nicht hierher hauen. Dann den Albrecht. Genau, dann hol ich lieber den von hier oben rein. Die können mal ein bisschen nach vorne und sich mal ein bisschen aufpimpen, moralmäßig. Hätte ich die Moral gar nicht runterfahren müssen. Tja. Pech. Passiert. Nicht schlimm. Ich kann nicht mit leben, aber jo, 28%. Das ist natürlich jetzt für mich wichtig. Ah, da sind die Langsang-Jungs. Warte mal. Schön kurz auf Pause gedrückt. So, Lolo, bla bla. Nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Das hier ist wichtig. Wo gehen sie hin? Die gehen nach oben. Das heißt, wir könnten schnell nach unten gehen. Mit Gewaltmarsch und angreifen. Eventuell. Das könnte klappen. Minus 2,2. Boah, Alter. Ich will mit denen hier eh nicht befreundet. Mit denen hier eh nicht. Wie heißt das? Weiter Krieg führen. Die Zweiertruppe tut mir wirklich leid. Ich hätte sie gern gesaved. Was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Jo, die können mal da nach oben. Genau. Friedensangebot von den Jungs hier unten. Weißer Friede, warte mal, von den hier. Wir können kein Cent kommen. Weißer Friede nehmen wir an. Bis wir da unten ankommen, das wird sowieso anstrengend sein. Also wie, darunter gehe ich nicht. Wir haben keine direkte Landverbindung, deswegen, ja genau. Sehr schön. Aber mit denen hier sind wir noch im Krieg. Jawohl. Also, ja, so geil finde ich das nicht. Aber das ist gut. Der kleine nervige Part ist weg. Und dann können wir uns ein bisschen weiter nach vorne schauen. So, warte mal. Ich mache mal hier einmal die Untertanen weg. Das Büchlein, was sagt's? 93 Provinzen, immer mehr und mehr. Das Büchlein kommt erstmal auch kurz weg. Das hier kommt auch weg. Abnehmende Innovationsfähigkeit. Überdehnung kennen wir schon. Neue Technologie. Ich hau mal ein bisschen was raus. Ja, die Korruption steigt. Ja, das weiß ich auch. Also, wenn ich nicht wüsste, dass die Korruption steigt, dann weiß ich auch nicht. Müsste ich das Spiel mit geschlossenen Augen spielen, sagen wir es mal so. Okay. Unruhe plus 15 lokal, katastrophal, nicht geil, aber es ist so. So, die Jungs hier, seid ihr endlich ready? Nein. Okay, wir haben was gekort, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also die Jungs hier, die brauchen... Sind die ready? Oder brauchen die noch einen Monat? Ne, ich glaube, die sind ready. Also drauf auf die 55, wir sind in Unterzahl, aber was soll's? Okay. Was soll's? Ich bin noch am Überlegen, ehrlich gesagt... Vielleicht doch hier nach oben zu spazieren. Aber nee, ich mach's glaube ich nicht. Schwierig. Muss ich mir wirklich überlegen, ob wir hochgehen oder nicht. Ob das Sinn ergibt. Weiß ich gerade nicht. Wer ist denn eigentlich die Koalition? Warte mal. Nee, mit der Koalition sind wir doch schon wieder... eigentlich gut dabei, oder? Genau, wir könnten Urbino... als nächste Koalition raushauen. Ich glaube, ich mach's die. Oder wir lassen's und machen's später.
Was machen denn die Jungs? Die greifen jetzt Obino zum Beispiel nicht an. Machen die denn irgendwas anderes Wichtiges? Dänemark angreifen, okay, das ist schon mal gut. Ansonsten jumpen die hoffentlich irgendwo rum und machen was. Das mit Obino ist natürlich eine schwierige Frage, wenn ihr mich fragt. Aber ich glaube, ich mach's. Ich hau jetzt einen Krieg mit denen rein. Ich wollte weniger Kriege, aber dann sind zwei, drei Jungs raus aus der Koalition. Außerdem können wir aus Polen und Venedig Geld rausholen. Yes. Was ist das hier? Genau, die können mal einmal wieder zurück nach Hause, sich entspannen und so weiter. Kennt ihr ja. Und dann schauen wir nach Polen, Venedig und Urbino. Warte, wer ist da mit Urbino noch dabei? Ach, nur Urbinos Freunde und Urbino. Okay. Da war Urbino jetzt, wie es ausschaut, der Einzige, der in der Koalition gegen uns war, der noch nicht im Krieg mit uns war. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber egal. Ist nicht so schlimm. So, beim Osmanen hier geht es ein bisschen negativ ab, wie ich finde. 28% hier vorne. Ja, ich erwarte jetzt auf mindestens 35%. Idealfall ist, es klappt jetzt schon. Aber mindestens 35% ist so meine Erwartung, dass es hier weiter vorangeht. Genau, hier oben, das klappt super. Ich hoffe einfach inständig, dass die Söldner kassieren und nicht unsere Truppen. Dafür sind die Söldner da. Wegen der Mannstärke. Und zwar, ja, das ist sehr, sehr teuer zugekaufte Mannstärke. Deswegen soll sie, jawohl, 42%, soll sie uns gute Dienste erweisen. So, was macht ihr? Ihr geht weiter hoch. Oder hier rüber. Alles klar, geht weiter weg. Und die gehen da hoch, geht weiter alle weg. Wisst ihr was? Wir könnten hier von hinten angreifen. Das sind 6000 Kanonen. Warte mal. Und wir könnten einen Anführer den noch dran basteln. Und die könnten hier das da erobern. Den einen Turm hier. Und hier könnten wir... Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich muss nur einmal kurz überlegen. Den 3-Sterne-General hier. Brauchen wir den noch woanders? Ja, nein, vielleicht. Wisst ihr was? Der macht es jetzt. Der macht es. Was ist denn hier der schnellste Weg? So, dann nehmen wir sogar noch den schnellsten Weg. Ich hoffe mal mit Gewaltmarsch. Also ihr müsst einen Schritt weiter vor und dann mit Gewaltmarsch. Und ich hoffe mal, dass ihr keine schwarze Flagge bekommt. Sonst muss ich mit den Jungs nochmal kurz hier anditschen. Hier vorne, also ihr seht es ja. Und dann wieder runtergehen. Okay. Stehen bleiben. Gewaltmarsch. Da drauf. Das kann uns eigentlich nur gut was nützen. Und dann könnten die hier runtergehen. Und den zweiten Tower. Und die könnten das hier und ein bisschen aufgesplittet hin und her. Da könnten wir ordentlich was raushauen. Also wirklich einen richtig guten Frieden raushauen. Ja, was... Geht da ab. Also Kreta hasst uns voll und ganz. In Ming, Spionagenetzwerk. Ne, komm, bei Mamelucken. Ming, Ming, Mamelucke. Na komm, hauen wir einen bei Ming rein. Ist okay. Wir machen da natürlich keinen Frieden. Wir sind noch nicht bekloppt, dass wir da irgendwie jetzt schon einen Frieden reinhauen. Der Krieg ist schon noch längst nicht vorbei. Und die wollen jetzt schon einen Frieden von uns sehen. Das ist natürlich so in ihrer Hoffnung. Klar. So, da haben wir noch... 12.000 Jungs, sehr schön. Mit unserem Albrecht. Jetzt gehen die natürlich alle mal hier runter. Sauber und gesittet. Ja, richtig. Die gehen alle runter. Und dann haue ich den Kaiser, König, Albrecht, wie auch immer er heißen mag, gleich hier rein, wenn frei ist. Und dann kann der hier gegen die 17.000 kämpfen. Ich will, dass er so viele Kämpfe und Schlachten wie möglich führt, weil wir den irgendwie, ja, und belagern kann der auch, ist auch schön, weil wir den irgendwie gar nicht so richtig brauchen. Also, Gewaltmarsch raus, rein, raus, rein, raus, Gewaltmarsch.
Dann könnten wir könnten mal hier in die Richtung gehen, glaube ich. Da gibt's Stress genug. Die gehen hier in die Richtung. Und die bleiben jetzt hier. Nee. Wir müssen zuerst das hier zurückbelagern. Tower ist Tower. Und dann gehen wir da hoch. Und die gehen darüber, genau. Wir fast schon überlegen, die aufzulösen. Oder die Regimenter zusammenzuschließen. Dann ist es eine Doppeleinheit, eine Zweiereinheit. Mehr brauchen wir auch gar nicht. So, hier unten sind es 42%. Ich hoffe mal, dass die Langsang-Jungs weggehen. Einfach weg. Und mir nicht auf die Nerven gehen. Die gehen jetzt einmal hier drauf. Ja, dann werde ich sehen, wenn sie hier drauf sind, ob sie weiter nach links gehen, weiter nach rechts runter. Aber einfach weg. Weg, damit wir schnell den ihren Spot belagern können. Da, wo die sich wohl und zu Hause fühlen. Okay. So will ich das haben und nicht anders. So, ihr bekommt jetzt bitte unseren Jungen wieder. Der Albrecht von Habsburg, jawohl. Und warte mal, wir können hier eigentlich sogar drillen. Aber ich drill nicht, aber ich gebe euch mal ein. Falls hier was aufploppt, drillen mache ich mal nicht. Ich glaube, da kommt irgendwann mal irgendwas richtig Uncooles. So, Alaska. Minus 43. War es nicht gerade eben noch minus 7? Oder minus 9 oder sowas? Mega geil. Alaska, ihr seid die Besten. Oder Zweitbesten. Wie auch immer. Wir hauen da rein und ich bin glücklich. So, 42% Kriegsbeitritt, klar. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was mit Urbino in Europa aufgerollt, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Das sind nur kleine Kriegsreparationskriege, also wirklich nichts Besonderes. Nicht so, ja, super mega, hey, ist wichtig. Okay. Okay. So, was ist das hier? Jo. Urbino wird schon belagert, ist gut. Polen wird schon angegriffen. Dänemark wird auch belagert, ja. In Europa ist auf unsere europäischen Jungs auf jeden Fall Verlass. Woanders, jo, kann zu weit weg sein. Kann ich aber auch nachvollziehen. Nicht jede KI hat Bock, einmal um die Welt zu laufen. Oder ist auch gar nicht so programmiert, wahrscheinlich, aus meiner Sicht, das zu machen. Also, 1. April. Wir können Ming wieder den Krieg erklären. Sehr schön. Oder sehr schlecht, aber ja, eigentlich cool. Auch wenn ich bin jetzt auf Ming gar nicht so raus. So, unsere Nationalisten, die jetzt hier überall aufspießen, werden natürlich gegen die Jungs, die da sind, kämpfen. Was wir natürlich nutzen. So, ist hier einer dabei, der belagern kann? Jawohl, der Sauerzapf. Ja, der kann das, das weiß ich. So, wo geht's hin? Es geht hier runter, da bin ich mal gespannt. 1. Mai sind die hier unten. Ja, wenn sie hier rumlaufen wollen, müssen sie die Jungs da kaputt machen, die mongjanischen Jungs. Das ist natürlich gut. So, wir haben Mongjiang auch gewonnen. Gehen ohne Punkt und Komma einfach aufs nächste. Belagern dann den letzten Rest, dann sind die Jungs ready und dann, jo, machen wir Frieden, wenn wir Frieden machen müssen. Invasion, die keine Invasion ist, steht bevor. Und schauen weiter zu. Also, habt ihr Gewaltmarsch drin? Alle. Warte mal, bleib mal ganz kurz stehen. Die gehen vor. Und die vier fügen sich mal zusammen, bitte. Und gehen natürlich hinterher. Jawohl, ich hoffe, wir müssen da nichts kaputt machen. Sollten wir da was kaputt machen müssen, könnte ich mir vorstellen, das gar nicht zu belagern. Hier Thronanwärter-Rebellen von denen. Ich meine, da habe ich mega keinen Bock drauf, irgendwelche Thronanwärter-Rebellen von irgendwelchen Jungs wegzumachen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Aber sieht nicht so aus. Nee, sieht frei aus. So, 1. Mai. Auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Langsam belagert da oben wieder. Ah, die 10er-Truppe geht da runter. Stimmt, stimmt. Die sind hier, die sind da. Minus 14. Keine Ahnung, wie die es geschafft haben. Ich gehe mal mit da drauf. In Ordnung. Die sind ready. Die gehen da drauf. Alaska? Fanfrage.
46%. Ist nicht viel Zeit vergangen. Brasilien-Fanfrage 59, Dänemark 12. Ist Jemen, Jemen ist mit Dänemark verbündet, so, ist Jemen hier noch unterwegs und macht was? Nein. Also wir könnten mit Dänemark tatsächlich Frieden schließen, das wirklich... eigentlich ohne Ding, wie heißt das? Die können hier vorlaufen ohne Gewaltmarsch. Können sich dann hier zusammenfügen und dann passt das. Ist einer frei? Einer ist frei. Ich nehme mal den Kuba-Jungen kurz raus. Ich muss mal kurz schauen. Johann Leopold von Gutenberg. So, dann schauen wir gleich mal rüber. Einfach nur kurz für eine Schlacht, bitte. Einer, der nicht belagern kann, aber besser es ist, wir haben so einen, als wir haben hier keinen General. So, zur Kernprovinz ist nichts, was von Belang ist. Das hier ist alles keine Überdehnung, also fügen wir das jetzt auch nicht hinzu. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. So, bei 7% sind wir gleich beim Start. Und jetzt da oben die Langsang-Jungs. Ich habe das Gefühl, die kommen auf uns zu. Irre ich mich? Ja, den einen Schritt muss ich die noch machen lassen. Wenn ich sehe, dass die hier nach unten gehen, werde ich hier abbrechen und sofort auf die Hauptstadt zurennen, um da einfach mehr Stress zu schieben. Ich hoffe, ich irre mich. Die Jungs da hinten mit dem Gewaltmarsch, die 10.000, sind hier auch schon fast da. Warte mal, jawohl, das habt ihr gut gemacht, genau. Ich wüsste auch gerne mal so eine prozentuale Chance, wie hoch sie ist, dass unser Kaiser stirbt, wenn er General ist. So for fun einfach nur. Weiß ich auch nicht. Wüsste ich gern. Okay. Aber gut. Ganz viel interessanter Stuff, der hier abgeht. Das ist wirklich unglaublich. Also, wo gehen die hin? Stopp, Pause, 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 Pause. Sie gehen weiter weg. Sie gehen weg vom Kernland. Sehr schön. Weiter raus. Weiter weg. Ja, genau. Mach das. Stopp, stopp, stopp. Ich lasse die mal ein bisschen im Kreis laufen. Damit sie hier nichts belagern. Ich glaube, das Belagern triggert, dass die zurückkommen, oder? Und ich möchte natürlich nicht, dass sie zurückkommen. Ich möchte natürlich, dass sie weggehen. Ich würde auch eigentlich nach China laufen, aber das machen wir jetzt nicht. Am Ende kriegen sie eine schwarze Flagge und dann war's das. Dann ist wieder total nutzlos, dass ich sie überhaupt rübergeführt habe. So. Was ist das hier? Alles klar. Wir haben was in Brasilien verloren. Kann ich mit total leben. Ist für mich eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ich will, dass die 40.000 weggehen. Das ist wichtig. Die 40... Oh nein, stopp. Stopp, 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 stopp. Sie kommen. Ja. Sie kommen. Okay, warte. Da drauf. Da drauf. Wir schauen, wie viel drauf sein müssen. Der Rest wird drumherum belagert. Und wir lassen die Kanonen knallen. Sie kommen... ja, 31. Mai. Die kommen leider. Und die hier machen wir dann später. Die Mun Kmao Jungs. Wie lange braucht ihr noch? Könnt ihr nicht mit Gewaltmarsch laufen? Die laufen da gar nicht rüber. Ich könnte kotzen. Die laufen da gar nicht rüber. Die stehen da nur rum und ich denke mir nur, warum laufen die nicht? Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Warum sie nicht laufen. Obwohl ich dachte, sie laufen eigentlich. Warum standen die da auch frei alleine rum? Also, Sinn, warte mal. Okay, eine kleine Einheit, die da vielleicht was zwischenrein belagert. So, die brauchen da jetzt nicht mehr so lange, aber hoffentlich werden sie nicht von denen hier kaputt gemacht. Oh, wie unnötig. Ich hätte da schon belagern können. Ich spüre es, ich fühle es richtig, dass ich was verkackt habe.
Also, damit es perfekt läuft, hätte es besser laufen müssen. Ja. Hier oben, Frieden verhandeln. Kein Geld, was ist los mit euch? Kriegsdauer, ja gut, dann dauert der Krieg eben noch. Polen. Geld. Kriegsreparationen. Naja, kurz davor. Polen ist kurz davor, das ist doch schon mal gut. Hier sind wir bei 14%. Vielleicht hätten wir mit denen kurz warten sollen. Mit denen hier, aber egal. Warte, 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 kurz eine Pause. So, was ist das hier? Plus ein Innovationsfähigkeit, 200 Dukaten, mache ich. Wie neuartig, schafft sofort ein eigenes, ein Kuriositätenkabinett. Die Entdeckung neuer Länder und Öffnung des Handels, ich kenne das schon. Ich kenne das schon, genau. Muscheln aus dem Ausland, ganz viele Kuriositäten, hau ich rein. Was ist das hier? Kotte. Ja, Kotte, ich würde Kotte belagern, aber das geht gerade nicht. Wir haben eh schon genug zu tun. So, wie sieht's hier aus? Sieben Reichen, eine Zweiertruppe, die aus nichts Großartigem besteht. Kann hier einmal eine kleine Runde gehen und belagern. Die rennen hier volle Kraft voraus und da kommen auch schon die Xanglang-Leute. Ja. So, da drillen wir einmal rein. Die hier sind da. Das sind die Söldner, gell? Söldner rein. Und wie lange brauchen die? 9. Juni. Mit Gewaltmarsch hinterher. Wie lange brauchen die jetzt? 10. Juni, was? Wie unnötig. Egal. Ich glaube, die kommen so schneller an. Wann sind die da? 12. Juni. Ja, dann kommen sie gleich zur Hilfe. Machen wir die 33 hier einmal platt. Jetzt in Asien ist das, was mich jetzt am meisten juckt. Ich glaube, wir müssen hier die Kanonen nicht mal knallen lassen. 3 und 3, wir haben einen 14er Start, das spricht schon für sich. Bei der Hauptstadt eventuell. Ich überlege es mir noch, die machen jetzt hier einmal kurz fertig, die 100% bitte. Okay. Zusammenfügen. Gewaltmarsch und hier rüber und drauf. 44 Siak-Jungs, mit denen waren wir in der Koalition im Krieg. Die hätten uns fast platt gemacht. Aber ja, die stehen da jetzt rum und machen natürlich niemanden platt. Aber warum die jetzt nicht weitergehen, weiß ich auch nicht. Frag mich nicht, wenn ich sie wäre, würde ich nach Siak gehen. Wahrscheinlich haben sie keinen Militärzugang. Totale Katastrophe. Also so einen Militärzugang braucht man auf jeden Fall. Oh, die laufen hier über Assam, die Runde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Die brauchen hier noch einen Schritt. Dann sind sie da. Und dann sehen wir gleich mal, wie stark es... Wie gut es läuft. Auf der Hauptstadt. Ah ne, die sind... Oder sind die jetzt da? Warte mal. 7%. Die müssten irgendwie ein bisschen helfen, oder? So ein bisschen. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Hier oben ist was besetzt, okay. Hier hinten ist was, ja, aufgeploppt, okay. So, da sind sie jetzt hier bei 7. Die Jungs gehen wieder weg. Die können sich, glaube ich, nicht entscheiden. Wieder da lang. Gewaltmarsch raus erstmal. Ihr könnt einen kleinen Gang runterhauen. 26. Juni. Die 6 Tage warten wir mal. Ich warte mal, wo die hingehen. Keine Ahnung, wo die hingehen. Aber die gehen wieder weg. Das ist gut. Dann können wir denen ihre Hauptstadt belagern und denen ihr Gebiet eigentlich, ja, einen besseren Frieden rausholen. Das ist wichtig. Das ist mega wichtig. Okay. Portugiesisch-Australien macht kurzen Prozess. Jo. Alaska. 62%. Es steigt und steigt. Da machen wir einen 100er Frieden, ist klar. Als ob ich da mit Alaska mich mit weniger zufrieden gebe. Ich meine, die sind schwach aufgestellt. So, 26. Juni.
Komm. 26. Kein Plan, warum, aber sie gehen weg. Vielleicht, weil wir noch nichts anbelagert haben. Naja, ich glaube, ich drehe mal eine kleine Runde, oder? Warte mal. 9. Juli sind sie hier oben. Ich drehe mal eine kleine... Warte, ich mach mal so. So. Und die gehen da drauf. Ich weiß nicht. Ich glaube, das triggert. Mich wird's triggern. Die kriegen ja dann auch als KI so eine Nachricht wie wir. Bla 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 wurde belagert. Und dann müssen die auf okay klicken, obwohl es nicht okay ist. Bin mir 100% sicher. Das heißt, sobald einer von den Towern down ist, schauen wir, ob die sich umdrehen. Und wenn sie sich dann umdrehen, dann belagern wir natürlich so schnell wie möglich alles. Aber momentan können wir uns eigentlich relativ Zeit lassen. Was auch noch wichtig ist, warte mal, okay, Tondo und ja, was auch noch wichtig ist, warte mal. Ja, die können das eigentlich alleine schaffen, mache ich aber nicht. Ne, warte, die 25 gehen runter und die 12 werden geschont mit kleineren Belagerungsaufgaben. So, sehr schön. Sieht sehr gut aus. Okay. ...28%, 7%. Okay. Okay. Ja, läuft. Hier nochmal 7%. Okay. Sehr schön. Also, wie sieht es nochmal aus? Am wichtigsten sind mir die Jungs, dass sie weggehen. Momentan gehen sie eindeutig weg. Wir haben auch jetzt nichts kritisch anbelagert, was ihnen das Gefühl gibt, hey, wir sollten mal zu Hause vorbeischauen. Dass wir hier so rumstehen, das bemerken die, wie es aussieht, glaube ich nicht. Das ist gut. Also ich finde das mega gut und ich werde nichts anbelagern, bis die nicht hier komplett weg sind. Die haben sich irgendwie schon auch nach vorne bewegt und sind dann doch wieder runter. Gehen sie irgendwie wieder hier hoch? Egal. Das ist weiter weg. Also der Weg, sie bauen Distanz auf. Und das nutzen wir. Die 8,3 gehen mit den 1,1 dann hier runter zu denen. Die machen hier so ein kleines umgekehrtes L. Das nutzen wir. Und Langsang ist, glaube ich, so der größte Kriegsgegner im asiatischen Raum sowieso. Portugal ist auch noch groß und so weiter, aber einer der größeren Kriegsgegner, der down sein soll. Okay, Polen sieht ja kaum wiederzuerkennen aus. Einmal ganz gestrichelt, so Geld, Kriegsreparation, Handelseinfluss, Handelseinfluss, bitteschön. Polen ist ready, Forderung senden, danke Polen, ihr wart wunderbar. Holen wir uns jetzt die 7000 Dukaten, machen wir jetzt voll. Hoffe ich mal, ja, 7200, sehr schön, okay, okay. Und natürlich Kriegsreparation. Dann natürlich noch Venedig. Wir müssen einen Tag warten. Dann, genau. Jawohl, Frieden verhandeln. Geld. Schon drin, Kriegsreparation noch nicht. Aber die sind auch kurz davor. Ein Monat noch, dann ist es ready. Dann wäre Venedig auch raus und dann ist Urbino raus, indem wir Urbino raushauen. Okay. Ganz, ganz geil. Ja. Und Dänemark? Oh, die sind aber noch lange nicht fertig. Noch ein bisschen. Haben wir noch einen Weg vor uns. Wir erobern noch den Tower hier, vielleicht die Dinger und dann ist es eventuell soweit. Es ist ja auch ein Gesamtfrieden. Also wir können nicht auf Dänemark allein gucken, sondern auf Dänemark und Jemen. Und wer da noch mit Dänemark mit dabei ist, das weiß ich gerade nicht. Auswendig, aber es ist ja auch nicht so schlimm. So, 7%. Hauptstadt 28 hier nebenan. Okay. Wer will da Frieden?
Eigentlich nicht. Egal, was ist, doch, mit denen könnten wir Frieden schließen. Aber solange wir hier noch keinen Stress haben, dass wir mit denen wirklich Frieden schließen sollten, mache ich es auch nicht. Dann lasse ich sie einfach belagert. So. Können wir was Neues hinzufügen? Nein, aber nächsten Monat wahrscheinlich schon. Es ist auch viel belagert, klar. Es ist sehr viel belagert. Ja, unsere Kriegsgegner schlafen schließlich auch nicht. Was haben wir gemacht? Mit Polen einen schönen Frieden, okay. Irgendwas mit Kakao, ciao. Genau. So. Die 43 Schiffe könnten eigentlich Transportkapazität 18 sich mit den anderen mal zusammenschließen. Dann könnten wir Kuba nächstes Mal den Gare eigentlich ausmachen. Hoffentlich mal. Vielleicht noch ein paar Schiffe mehr. Ah, ich werde schauen. Ich muss sehen, wie das sein wird. Auf jeden Fall mega interessant, was hier abgeht. Warte. Die gehen da noch eins weiter hoch, genau. Oder die laufen hier außen rum. Aber das sind weite Strecken. Also von hier nach hier nach hier, das dauert lange, lange, lange. Eine ganz lange Zeit. Ich sag den Jungs mal bitte ganz kurz nicht reinhauen. Was ist das hier? Festungsstufe 2. Das ist auch 2. Und dann schauen wir einfach zu, wie es in Langsang hier weitergeht. Warte, 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 stopp. Was haben wir gewonnen? Okay, wir haben das hier gewonnen. So. Entscheiden die sich um? Weiß ich noch nicht. Eine Sache weiß ich. Gewaltmarsch. Und nach unten. Ja, die hier eigentlich hinterher. Vielleicht braucht man dann 9. Ich weiß es nicht. Und 26. August. Die könnten sich eigentlich umentscheiden noch und woanders hingehen. Aber die gehen jetzt erstmal da hoch. Warten wir mal kurz. Genau, die gehen jetzt erstmal darunter. Läuft. Oder hier rüber. Hierhin. Und dann darunter. Da haben die auch ewig Zeit, um runterzugehen. Dann mache ich das, glaube ich, dass die jetzt hier rüber gehen und das holen. Und dann darunter und das. Okay, nee. Ich lasse sie hier runterlaufen. Ist, glaube ich, das Sinnvollste wegen dieser Gebirgskette hier. Das stört. Wie ist denn der Kriegsstand? Plus 14%. Also der Kriegsstand ist immer noch voll gut für die. Ja, krass. Da macht die Hauptstadt ja wirklich sehr viel aus. Dann schauen wir weiter, wie die hier laufen. Also, okay. Auch wenn es nicht so okay ist. Und Quack, Klick, wie auch immer. So. So. 26. Oh, da können wir noch lange, lange anbelagern. Okay. Ja, ich glaube, die können sich. Langsam da zusammenfügen. Die zwei Kleinen holen sich da den Rest. Die hauen hier die 11 platt. Sehr gut. Alaska, Fanfrage. 67 immer noch. Okay. Okay, Alaska. Geduld. Alles nur mit Geduld. So, wir haben was verloren gegen Portugal. Ja. Und wo gehen die hin? 26. immer noch da hoch. Klar, natürlich klar. Die Zeit ist noch nicht vorbei. Haben es die eigentlich geschafft? Ne, 7%. Die brauchen auch. Die werden noch kleiner. Ich dachte, die bauen sich auf. Die werden noch kleiner. Die gehen darüber. Jo, passt. Also. Dann warten wir mal ab, wie sich jetzt Xang Lang da, Lang Xang, wie auch immer die heißen, entscheiden. Nein, 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 nein. Ihr geht darunter. Aber bitte auch mit Gewaltmarsch, weil es sein kann, dass ihr wichtig seid. Und der Stufe 2 Tower, der ist einfach alles gut, alles okay. Das juckt die auch nicht so. Also, das ist so die
erschlichenste Belagerung, die ich hatte. So. Die gehen jetzt hier hoch. Ja, dann könnten die hier rüber und hier runter. Ich glaube, ich belagere an. Tatsächlich, ich glaube, ich fange an mit Lücken anbelangen. Außer die entscheiden sich nochmal ein fünftes Mal. Nee, ich belagere jetzt die Lücken an. Also die zwei Einser hier werden jetzt auch belagern. Das sind so jetzt die Quintessenz. Die 1,5 und die Socastro. Boah, krass. Brasilien wehrt sich. Ja. Aber egal. Zuerst die einen, dann die anderen. Dann hau ich mal die zwei rein. So, was haben wir hier? Genau. Genau. Und dann fangen wir mal an. Wo können wir hier überall rumlaufen? Okay, dann gehen wir mal hier so eine kleine Runde rein. So, ja, okay. Machen wir so. Militärzugang Toskana, bitteschön, wenn ihr wollt. Gönnt euch, die Hauptstadt läuft. Die gehen da zur nächsten Stadt. Die gehen da auch zur nächsten Stadt. Kleine Unannehmlichkeiten sind wie immer mit dabei. Die gehen da hoch. Dann können wir hier so vielleicht belagern, ja. Und wir wissen auch gleich, ob die 8,8 hier unten reichen. Ich hoffe ja. Ja, ich hoffe ja. Wir werden sehen. So, zwei Schritte noch runter, genau. Aber es dreht sich langsam mit langsam. Das ist so, die sind mir eigentlich am wichtigsten. Also mit am wichtigsten, klar. Das ist der größte Untertan von Ming. So, hier jetzt irgendwas muss ready sein. Zur Kernprovinz. Und ich hau hier den Tower raus. Den will ich da nicht haben. Und dann wird wieder was gecored. Natürlich, klar, wir kommen im Korn nicht so schnell hinterher. Aber ich mache die Frieden hier und dann ist auch Ende. Also ich werde da nicht weiter rumeiern. So, Dänemark. Naja, wir kommen näher. Es tut sich was. Urbino. Wir kommen auch näher. Okay, Venedig ist raus, Forderung senden, dann kommen wir knapp an die 8000, aber nicht ganz, glaube ich. Nee, das waren 600 Dukaten, die wir bekommen, obwohl doch, nee, knapp an die 8000. Plus Kriegsreparation, also schon mal ganz schön. So, Urbino wird gemacht. Ansonsten, Portugal geistert hier so ein bisschen rum. Ja klar, wenn Dänemark und andere Ziele da sind, dann ist Portugal nicht Ziel Number One. Und jetzt kommt natürlich der Moment der Wahrheit. 1, 2, 3 Tage. Sieben reicht. Dann könnt ihr gleich mal stehen bleiben. Ja, und hier runter belagern, glaube ich. Und dann hier weiter so ums Eck. Und die hier können hier und dann hier draußen und die können hier. Okay. Ich überlege mir so imaginäre Marschrouten. Da könnt ihr gleich sofort stehen bleiben. Warte mal. Gewaltmarsch, damit sie schneller sind. Jeder Tag ist entscheidend. Gewaltmarsch, damit sie schneller sind. Oh, Leute, da habt ihr alle keinen Gewaltmarsch drin. Naja, wir hauen dann gleich den Gewaltmarsch rein, ist auch gut. Die gehen einmal hier nach Kwamdu, 18. September. Dann schauen wir gleich mal, ob die nach unten umkehren. Wie viel brauchen wir hier? 7. Oder? Jawohl, vielleicht könnten wir jetzt schon. Nee, das wird zu wenig. Ah, eine Truppe zu wenig. Sonst würde ich da schon ein bisschen reinhauen, aber egal. So, dann beide bekommen Gewaltmarsch, klar, damit wir sie bestmöglich nutzen können. So, feindliche Invasion, ach, die Invasionen sind auch immer zuckersüß. Erinnert euch noch, dass als das hier unten Portugal war? So Fanfrage. Tja, eigentlich ganz witzig, also aus unserer Perspektive. Und da belagern die tatsächlich auch was. 50.000.
Ja, Dänemark möchte nicht, aber Dänemark, ich lasse euch nicht mit einem Billigfrieden davon kommen, sondern nur mit einem sehr guten für uns. 28, 100, 100, 100, 0. Die greifen Malakka. Ja, die können sich da angreifen. Was soll ich tun? Gar nichts. Die gehen jetzt einmal hier runter. Ich glaube, die kommen jetzt hier über Ming angeritten. Ich fühle es. Aber wenn sie jetzt den einen Schritt, lasse ich die noch machen. Und dann würde ich tatsächlich eventuell irgendwo die Kanonen knallen lassen. Um hier eben alle Tower rauszukriegen. Willst du keine? Die gehen weg. Okay. Klar, da muss es natürlich immer wunderschöne Attacken geben. Also. Ja, hier dauert es auch von A nach B zu kommen, hier oben. Das ist immer. Wie lange dauert das? 29. November. Wir haben September, Oktober, November. Der ganze November, der ganze Oktober. Und noch 7 Tage aus dem September. Also, das wirklich hier von A nach B sich da zu bewegen ist, das dauert ewig. Und kleine Provinzen zu machen, lohnt sich ja nicht. Von der Entwicklung her. Also 0%, 100%, 28%. Und hier. 12. Oktober, das ist auch noch ein bisschen Zeit für uns. Also ganz positiv, wie ich finde. So. Die ersten Nationalisten werden plattgehauen. Sehr schön. Dann schauen wir mal noch kurz rein. Also Marokko könnten wir den Krieg erklären. Wir haben Geld bekommen. Okay. Die bekommen hier gleich mal einen General und zwar den Albrecht, der drillt. Und der kann einfach mal da reinhauen. Sind wir mit Novgorod im Krieg? Tatsächlich, mit wem sind die denn verbündet? Mit Urbino auch nicht. Welche Koalition ist das denn? Dänemark. Jo. Und hier gibt es gleich Beef. Und es wird, glaube ich, gut aussehen für Böhmen. Mit einem 3-Sterne-General sehe ich da für Dänemark eigentlich keinen guten Ausgang. Ja, wir drillen nicht mehr. Logischerweise, der General ist auch raus. Gönnt euch wieder Moral, Jungs. So, die hauen da unten jetzt rein. Jawohl. Und dann schauen wir weiter hierzu. 12. Oktober. Immer schön weiter vor, 12. Oktober. Was ist das? Nein, kein Frieden. Wieso? Brauchen wir nicht? Okay. Ja, keine Zeit verlieren und dann brauche ich einfach 2 Tage, bis ich die hier aufs nächste draufsetze. Dauert ja auch alles, also bis ich da, ja. Okay, die kommen vom Norden. Jawohl, die kommen, die kommen. 42% sind's. Bin mir nicht sicher. Kanonen knallen oder nicht knallen lassen? Die Hauptstadt. Ja, knallen lassen. Wenn sie eh schon kommen, auf der Hauptstadt schon. Also die Hauptstadt muss fallen und dann, je mehr Zeit vergeht, desto besser ist ja auch der Kriegsstand für uns, weil wir die Hauptstadt haben. So. Ihr wisst Bescheid. Genau. Deswegen sollten wir ja, die Hauptstadt schnell erobern. Also die Hauptstadt muss fallen, das ist wichtig, dass es hier schön vorankommt. So. Wir haben was befreit. Tatsächlich, ja. Wir haben was befreit, es wurde auch Zeit. So. Dann, von wem ist das hier alles belagert? Alles von Fanatikern. Das machen die zwei Jungs. Dann können wir tatsächlich hier weiter vor. Ich bin am Überlegen, die wegzuhauen, aber.
Da können die tatsächlich hier vor und die platt hauen. Und Malaka-Frieden eigentlich... Ja, warten wir mal noch ab, aber... Ja, warten wir noch ab. Kein Stress. So, 14%, 57%, sieht doch alles ganz gut aus. Langsang, Separatfrieden, plus 10. Also die haben noch ein 10er Bonus gegenüber uns. Noch. Gleich wird sich das dramatisch ändern. Genau, gleich wird sich's dramatisch ändern. Also von vorne nach hinten einmal ganz umdrehen. Die machen jetzt hier unten platt. Okay. Okay. 35, 57, genau. 100, 100, 100. Die 57 wäre geil, wenn die ploppen. Und die kommen hier, ja, die kommen rein. Okay, okay, okay. Sehr schön. Also das wäre jetzt gut, wenn wir die Hauptstadt bekommen. Aber das ist natürlich nicht so sicher. Also wir haben eine Schlacht gewonnen. Jawohl. Ihr könnt mit Gewaltmarsch mal da nach oben. Und ihr könnt ohne Gewaltmarsch mal da nach oben. Und jetzt schauen wir nochmal zu. So, die 57 haben es nicht gerissen. Boah, wie unnötig. Oh, schmerzhaft. Es ist sogar genau bei 57 geblieben. Nicht mal ein kleiner Funken Verbesserung. Okay. Dann schauen wir mal so weiter. So, die gehen jetzt darüber. Die gehen da, 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 genau. Also die 100 hier sind auch gleich ready. So, wie sieht's aus? Kriegsstandmäßig plus 8 nur noch. Also die Hauptstadt ist eigentlich elementar, leider oder zum Glück, je nachdem wie man sieht, die ist, das ist so wichtig, das geht gar nicht anders. Also wichtiger geht's nicht. Bin fast schon am überlegen, den 3-Sterne-General von hier, der so gut belagern kann, auch hier in die Hauptstadt zu setzen. Aber gut. Oh, die belagern zurück. Glaube ich. Ja, können sie machen. Klar. Irgendwelche Invasionen, die gar keine sind. Urbino ist ready. Frieden verhandeln, Geld. Und Kriegsreparation und Handel. Nein, Handelseinfluss auch nicht. Egal, Geld, Kriegsreparation mit Urbino. Das war einfach nur, ja, um von Polen und Venedig ein bisschen Geld rauszuholen. Sonst war das eigentlich nicht so wichtiges. Ich meine, immerhin ist das Urbino. So, das haben die hier geschafft. Ah, einen Tag warten. Oh, jedem besetzt da was. Interessant. 70 zu 83. Wir warten ab mit Dänemark. Oh, die machen hier auch was sehr Schönes. Die belagern hier zurück. Toll. Also wirklich, wirklich sehr geil. Und jetzt wünsche ich mir natürlich bei den 57 hier einen Vorsprung, einen Punkt, der klappt. Wo laufen die jetzt hin? Huanggan, die laufen jetzt hier hin. Ich bin gespannt, wo die hingehen, schlussendlich. Also die 57 müssten jetzt langsam klappen. Das ist so der nächste Punkt. Oh, warte mal, wirklich verdächtig. 10 Freiheitsstreben, Kolonialversammlung, nur Österreich. Was ist los mit denen? Ah ja, gut. Soll sein, wie es sein soll. Ich glaube, ja, der Zeitpunkt ist gut. Ich bin schon lange dabei hier in der Folge. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, ist wirklich schon lang. Ich würde mich fürs Zuschauen bedanken. Ich check nochmal ab in Alaska. Moment. 81%, also die 100 erreichen wir da noch. Ansonsten sind es Fortschritte in Langsang. Und Belagerungsstrategien, würde ich sagen. Dass die Jungs eben nicht zu früh kommen. Dankeschön fürs Zuschauen.
Wirklich. Bis zur nächsten Folge EU4. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.